Eisiges Hallo meine Freunde, willkommen jetzt schon glaube ich zur 21. Folge von Star Wars The Old Republic. In der letzten Folge haben wir uns das die Cyclone-Probe beschafft und jetzt müssen wir so Ausstattung holen, damit Wächter X das Ganze hier analysieren kann, was genau das eigentlich glaube ich für ein Zeug ist. Und ich würde sagen, als erstes müssen wir von hier weg. Als erstes müssen wir zum Duros-Sektor. Und da sind wir schon am Duros-Sektor angelangt. So, dann schauen wir jetzt klar. So, ja. Hier habe ich meinen Druiden noch bekommen, wegen hier Star Wars The Fallen Order Release damals. So, dann wollen wir gleich mal schnell schauen. Immer noch ein Sith. Was haben wir hier im Datenbett? Was muss ich machen? Melde dich beim Geheimdienst. Okay, was mache ich? Das kriege ich gerade noch so hin. Vielleicht können wir die Quest hier auch kleiner mitmachen. So, dann... Oh, hier sind Feinde. Und nicht so Feinde. Feinde und nicht so Feinde. Wie sieht's gut? Und dann wollen wir gleich mal schauen. Guten Tag, ich darf hier Eili. So, dann reden wir mit der Agentin hier. Guten Tag. Ich habe von eurem Erfolg mit dem Schattensyndikat gehört. Ich hatte gehofft, eure Talente auch für mich nutzen zu können. Ich bin Mardel Feld vom Imperialen Geheimdienst und ich soll hier einen Aufstand niederschlagen. Ihr braucht Hilfe? Ich habe bereits den einen oder anderen Krieg beendet oder auch angezettelt. Wir befinden uns im sogenannten Duros-Sektor, aber es leben nicht nur Duros hier. Fremdartige Flüchtlinge aus der ganzen Galaxis haben sich hierher gerettet. Und zwar vor uns. Jetzt hat sich ein Anführer herauskristallisiert, der die verschiedenen Spezies vereinigt. Sie nennen ihn die Flamme und wir haben ihn schon zweimal getötet. Jedes Mal taucht er wieder auf. Die Einwohner behaupten, er sei unsterblich. Unsterblich? Glaube ich persönlich nicht. Gibt es das überhaupt? Nur der Imperator selbst kann von sich behaupten, wirklich unsterblich zu sein. Aber ihr sollt die Flamme gar nicht töten. Noch nicht. Unser einziger Geheimagent in seiner Bande ist neulich aufgeflogen und wurde ermordet. Die Flamme hat darauf bestanden, die Leiche auf dem Rana Marsplatz öffentlich auszustellen, um uns zu verhöhnen. Hört sich noch verlangen. Wenn sie versuchen, euch zu ködern, dann wollen sie etwas von euch. Ja, es ist zweifelsohne eine Falle. Aber sie haben einen Köder, dem wir kaum widerstehen können. Alles, was unser Agent herausfinden konnte, seine gesamten Aufzeichnungen, haben sie gut sichtbar an seine Leiche geheftet. Aber jedes einzelne Team, das ich aussandte, wurde in Stücke gerissen. Vielleicht bringt nur ihr es fertig, in die Falle zu tappen und mit heiler Haut davonzukommen. Ich sage mal so, was ist es euch denn wert? Wenn das geschehen soll, will ich erst bezahlt werden. Aber sicher, wir haben ein stattliches Budget. Der Geheimdienstminister ist recht besorgt wegen dieser Revolte. Wir brauchen die Aufzeichnungen unbedingt. Admiral Jeffend Orange wird heute eintreffen, um das Problem mit den Hutten zu besprechen. Sobald ihr die Aufzeichnungen habt, benutzt ihr dies hier, um die Leiche zu verbrennen. Wir können nicht zulassen, dass sie einen unserer Leute derart zur Schau stellen. Okay. So, dann tue ich jetzt schnell mich hier noch kurz melden. So habe ich gemeldet. Ich glaube, das waren die wohl einfachsten XP überhaupt. Das Ganze, was machen die ganzen nervigen Barrikaden da? Das sind halt echt nervig. So, dann bewegen uns wir hier nach oben. Oh, da sind Feinde, das mag ich nicht. Das mag ich nicht, das ist nicht nett. So, und wo sind wir noch hier vor? Beizugehen und schon sind wir da. Hallo, ich bin der Neue. Oh, moin. Gut, ich glaube nicht, dass die mich so gern mögen. Weiß auch nicht wieso. Aber ich mag sie auch nicht. So. Das tut es wohl. Dann haben wir den fertig gemacht. Hallo. Wollt ihr auch mal kosten? Hier. Kostet mal. Ist voll gut. So, sehr schön.
Dann nehmen wir das damit. Dann haben wir hier noch ein paar Feinde, die uns feindlich gesinnt sind. Das bin ich sehr lustig. So, dann haben wir die noch fertig gemacht hier. Und dann haben wir da noch welche, aber das passt sowieso. Dann haben wir die nämlich eh. Also die Bonusaufgabe morgen eben. Damit ich hier schon mal niedergesniped. So. Hey, lass mich da auch mal hier mitkämpfen. Ich will auch mitarbeiten. Reden wir, wenn ihr Zeit habt. Ihr habt gerade keine Zeit. Ich muss irgendwelche Daten erlangen hier. Das klingt eher so, als würde es in die Luft fliegen. Bup. Nee, zum Glück nicht. Benutze dein Hologramm. Hallo, Pizza, du, was wär's denn dran? Hallo Ziffer. Ich sehe alles, was der Bioscanner sieht. Blut, genetische Codes. Woher habt ihr diese Probe? Wohl von einer Evoki? Ich gehe jetzt tiefer, Ziffer, und suche nach der Signatur des Künstlers. Na, neugierig? Des Künstlers? Dieses Serum ist Kunst für euch? Sozusagen. Das versteht man wohl nur, wenn man die Feinheiten erkennt. Ein Treffer, eine Firma. Cyclones Kodierungsprozess gehört Synchat Industries. Synchat hat eigentlich Droiden, Nahrungsergänzungsmittel und medizinische Ausrüstung hergestellt. Doch vor 5 Jahren ging sie bankrott. Das Unternehmen existiert nicht mehr. Anscheinend doch. Jemand anderes scheint ihre Technologie zu nutzen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Synchat, einem bankrotten Unternehmen, und Cyclone. Und einen zwischen Cyclone und der Terrorzelle. Wir brauchen mehr. Ein ehemaliges Vorstandsmitglied von Synchat lebt auf Nar Shaddaa. Er hat die Firma kurz vor der Auflösung verlassen. Befragt ihn zu Synchat. Wir müssen herausfinden, was mit ihren Ressourcen passiert ist und ob sie Kontakt zu Terroristen hatten. Ich werde mit ihm reden. Das Vorstandsmitglied heißt Yordle Tlam. Reich, exzentrisch, zurückgezogen. Bleibt immer in seiner privaten Casino-Lounge und umgibt sich nur mit Droiden. Keine Besucher, keine Waffen. Es braucht einen Grund, damit er mit euch spricht. Er muss verzweifelt sein. Naja, ich bin sehr überzeugend. Was habt ihr vor? Ich schätze, euch fällt schon ein Grund ein. Benutzt die Dinge, die ihr habt. Seht ihr diese Kisten mit medizinischen Vorräten? Wenn ihr die Chemikalien richtig kombiniert, bekommt ihr ein nicht nachweisbares Gift. Tlans Diener-Droiden werden es nicht bemerken, wenn sein Drink vergiftet ist. Wenn er dann schwitzt und keucht, könnt ihr ihm für seine Kooperation das Gegenmittel anbieten. Ich halte mir alle Möglichkeiten auf. Ich tue, was zu tun ist. Aber ich entscheide selbst, auf welche Weise. Wie ihr meint. Ich schicke die Formeln für das Gift und das Gegenmittel. Wir müssen unbedingt an Tlan herankommen. Er muss euch alles über die Terroristen, das Cyclone und den Bankrott von Synchat verraten. Okay. So, wo ist das da hinten? Ach, muss ich an den netten Kollegen noch mal vorbei. So. Kannst du jetzt nicht einfach in der Kiste rumlegen. Das schöne medizinische Zeug. Mensch, ey. Michel, das komische Zeug, das kriege ich auch noch hin. Zum Glück steht hier alles noch. So, dann haben wir es mitgenommen. Gibt sich zur Lounge. Ach Mensch. Mensch, Leute. Nervt's nicht. Nervst auch nicht. So. Aber was wir zuerst machen, wir brennen erstmal die komische Leichter nieder. Weil das bringt XP und ich mag XP und Geld. Ich mag XP und Geld. Das ist immer schön. So, das heißt, wir müssen nach dort oben. Ach Mensch. Erstmal hier 5-mal verdrücken. Erstmal nur verdrücken, oder? So, und du nervst jetzt nicht mehr. Mensch, da kommt noch einer.
I'm working my way downtown. So, dann. Hier nur schnell vorbei. Zum Glück sind hier geile Gegner. Das ist so viel praktischer. Und dann haben wir es da unten klein. Das sind klein noch andere Spieler. Ui, praktisch. Kümmere mich dabei um die Hannisse hier. Fünfartiger Angriff, da kommt nervig. Und hier, Versager! Mensch. Dann fackelt jemand den nächsten, aber auch Mensch. Da mache ich halt zumindest die Bonus-Quest. Ich muss sagen, das ist immer gut, dass ich alles für einen. Wenn da was ausführt, dann ist es nicht für den anderen gleich komplett weg. Und man muss keine halbe Stunde gefühlt warten. Das ist auch praktischer. So. Nicht niedersnipen, sondern hier sind die Multischuss. So. Und dann haben wir da hinten gleich die zwei. Dann haben wir halt zumindest die Bonus-Quest erledigt. Die ist jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm. Und das sind... alles nicht zwei Sinn, die sehen gleich aus. Ich kann natürlich nicht die in Ruhe lassen. Ich mag das nicht. So. Dann haben wir das ebenfalls. Jetzt muss ich nur zu dem Typen noch hingehen und das Ding da verbrennen. Muss ich schauen, ob es jetzt schon geht. Ja, es funktioniert sehr schön. Natürlich war das Ding eine Falle. Was denkst du denn? Dass sie jetzt uns einladen, Kaffeekränzchen zu machen? Ich denke eher weniger. Wo ist er hin? Da sein. Das beruhigt, weil es einfach so abhauen. Ich denke eher weniger. Und ich denke, dass ich mir den Loot da vorne noch hole. Ich meine, ist zwar nichts Besonderes, aber trotzdem. So, dann gehen wir zurück zum Geheimdienstaußenposten. Geheimdienstaußenposten, genau. So, dann reden wir kurz mit ihr noch. Guten Tag. Ich bin jetzt hier. Die Falle ist entschärft. Hier habt ihr die Aufzeichnung. Lasst mal sehen. Diese verfluchten Rebellen. Die Flamme plant einen Überfall auf Admiral Jeff und Ange. Das darf er nicht erfahren. Ich sollte doch... Was genau soll ich nicht erfahren? Admiral Jeff und... Sir, ich bitte um Verzeihung. Das hier ist... Ich weiß, wer ihr seid. Ihr habt euch einen gewissen Ruf erworben. In den richtigen Kreisen. Seid ihr eher als Agentin Madel bereit, mir zu verraten, welcher Drohung wir gegenüberstehen? Steckt die Flamme dahinter? Was ist euch die Auskunft wert? Gibt es für die Antwort einen Bonus? Das gehört zu euren Pflichten, Agent. Aber ihr braucht gar nicht zu antworten. Ich weiß, dass die Flamme meine Kommunikation mit den Hutten überwacht hat. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass das Imperium Geschäfte im Wert von Milliarden Credits aus Narshada abziehen wird, wenn sie den Aufstand nicht unterdrücken können. Das macht euch ziemlich zu Zielscheibe. Euch zu töten wäre ein wahrer Triumph für die Flamme. Er soll lernen, wie töricht es ist, das Imperium anzugreifen. Ich lade euch ein, dabei zu sein, wenn ich mich mit den Hutten treffe. Eure Taten haben das Kartell schwer beeindruckt. Das ist üblich, ja. Ich überlasse euch das Reden und achte darauf, was hinter den Kulissen passiert. Ich sehe schon, ihr kennt euch aus. Ja, wenn ihr Interesse habt, würde ich vorschlagen, dass ihr zuerst alle Rebellen, die möglicherweise auf der Lauer liegen, findet und unschädlich macht. Ich gehe bald zu meinem Treffen und hoffe, euch dort zu sehen. So wie ich Admiral Jeffin kenne, würde ich euch raten, jetzt zu gehen. Er erwartet sicher, dass der Weg zum Treffpunkt frei ist, bevor er aufbricht. Okay, aktiviere den ersten Sender. Okay, wird gemacht. Das ist eh immer schlecht. Gut, passt. Dann muss ich da nach oben. Hier nach oben muss ich und den ersten Sender aktivieren. An der
muss ich den aktivieren? Ach, da bei der komischen Bushaltestelle. Nee, keine Ahnung, was das ist. Muss eine Bushaltestelle sein, ansonsten kann ich mir sowas nicht erklären. So. Dann tun wir den Sender schnell da aktivieren und gehen sofort zum zweiten Sender. Moin. Ach Mensch. Eigentlich wollte ich ihm aus dem Weg gehen, aber jetzt breche ich noch die Fähigkeit ab. Das, ach, was ist denn hier so los? Ich verdrücke mich hier nur noch. Dann haben wir da unten den zweiten Sender mit ganz vielen Freunden von uns. Hallo Freunde. Kann der Typ mal bitte aufhören zu nerven? Ich möchte das mit seinen Freunden hier niedermachen. So, und jetzt kümmere mich mal um dich da. Kleiner Vollstrecker. Hier noch eine Granate, was gut ist. So, dann haben wir hier den nächsten Sender. Aktiviere den dritten Sender. Der ist unten, da ist er. Ebenfalls wieder Vollstrecker. Was ist denn diesen Vollstreckern los? Die sind ja überall. Was wollen die denn immer? Dann haben wir euch ebenfalls fertig. Dann tun wir das hier noch schnell aktivieren und begib dich zum Hundentreffen. Das mache ich. Wollen wir mal schauen, ob da irgendwelche nicht so... Sieht schon mal nicht so praktisch aus. Oh. Hey, der ist ein bisschen größer, als ich gedacht hatte. Ich möchte ja nicht sagen, aber ich fühle mich relativ klein. Ich meine, ich stelle mich hier mal daneben und... Er ist ja doppelt so groß wie ich. Mann, ey. Ich fühle mich sehr gemobbt. Übrigens, was ist hier los? Das ist nicht euer Kampf. Euer Imperium hat keine diskreten Spione eingesetzt, um den Frieden meiner Welt zu zerschmettern. Der Admiral hat den Überfall geleitet. Und der Admiral wird dafür sterben. Welcher Überfall? Was genau hat der Admiral getan? Wollt ihr etwa dieser Missgeburt Gehör schenken? Ich bin Gendai. Mein Volk hatte eurem Imperium nichts getan, als es überfallen wurde. Sie haben unsere Welt zerstört, unsere Kinder abgeschlachtet oder als Sklaven verkauft. Tatsächlich wurde jede hier vertretene Spezies grundlos von eurem Imperium angegriffen. Er ist ein Terrorist! Er hat eine Armee gegen das Imperium aufgestellt! Vernichtet ihn! Ergebt euch und ich lasse euch gehen. Wer sich gegen das Imperium stellt, hat kein Recht zu leben. Ihr habt bereits erfahren, dass ich nicht so leicht sterbe. Ihr habt vergessen, dass ich auf eurer Welt war. Ich kenne das Geheimnis eures Volkes. Gendai haben kein Herz und kein Gehirn, das versagen könnte. Man kann sie nur töten, indem man ihren Körper zerstückelt und verstreut. Aber wir haben doch schon mehrfach bewiesen, dass ihr nicht unsterblich seid. Stimmt's, Gendai? Wie viele von euch konnten damals davonkriechen? 2 oder gar 10? Tötet ihn! Tötet sie alle! Nee, lass mal stecken. Ich glaube nicht, dass hier die einzige Dinge stirbt, bist du und deine Freunde. Und hier, Versager! So, jetzt immer ein bisschen was an Giftschaden. Das magst du doch so gerne. Oh, dem armen Jungen geht's nicht mehr so gut. Als ich euch bat, mich zu begleiten, konnte ich nicht wissen, dass ich euch am Ende mein Leben verdanken würde. Ich rufe Agentin Madel an und erzähle ihr, was passiert ist. Den vollen Bericht solltet ihr dann liefern. Meine Leute und ich bleiben hier, um sicherzustellen, dass die Leiche des Gendai vernichtet wird. Wir haben diesen Krieg. Ohne ihn dürfte der Aufstand der Fremdlinge sich schnell erledigt haben. Ja, bin ich mir auch relativ sicher. Agentin Madel wird sich dann schon um den letzten Widerstand kümmern. Hab Dank für eure Dienste. Ach, kein Problem. Das mache ich ja so oft. Wo sind eigentlich die Hutten, frage ich mich so. Wir haben ein paar rotische Vollstöcke. Wo sind die Hutten? Das war doch so ein tolles Gespräch. Haben sie uns vielleicht in eine Falle gelockt? Bam, badam, bam.
Nee, ich habe keine Ahnung, wo die unten sind. Vielleicht auch schon längst down. Ich habe gerade eine Nachricht von Admiral Jeffend erhalten. Er sagt, die Flamme sei tot und der Aufstand ins Chaos gestürzt. Alles dank euch. Was bekomme ich dafür? Ich nehme doch an, ich bekomme den Rancor-Anteil an der Belohnung. Aber natürlich. Die Credits wurden soeben auf euer Konto transferiert. Sehr schön. Könntet ihr eine weitere Aufgabe für uns erledigen? General Colvin vom Imperialen Bergungsdienst hat mir eine Nachricht geschickt. Er dankt euch für alles, was ihr getan habt und glaubt, ihr könntet vielleicht ein Geheimnis aufdecken, dem das Imperium schon seit Jahrzehnten auf der Spur ist. Ah, ich weiß sogar, welche Quest das ist. Wähle eine Belohnung. Es gibt nur eine Auswahl. Was soll ich denn dann sonst wählen? Das ist nichts. Das macht aber so überhaupt gar keinen Sinn. Ich meine, was soll ich denn sonst auswählen? Und das war's auch mit dieser Folge. Hier oben rechts seht ihr jetzt die Playlist zu dem Projekt. Und gleich daneben ein Video, ein zufälliges, was euch vielleicht gefallen wird. Einfach mal draufklicken und einfach mal anschauen. Gleich da unten ist noch unser Kanal verlinkt, um kein Video mehr zu verpassen. Einfach abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag und ciao.